01 A5 1 CD 0. Tja, ein YouTube-Kanal, der weiterhin Rätsel aufgibt. Mein Name ist Kip Supernova. Willkommen bei einem weiteren gruseligen Thema, und zwar wieder zu dem Thema seltsame YouTube-Kanäle. Dieser Kanal mit der Zahlenfolge, Zahlen- und Buchstabenfolge als Kanalname, war ja schon Thema in den vergangenen Jahren in verschiedenen Creepypasta, Mythenakte und so weiter, Kanälen und Formate. Und er war lange inaktiv. Dieser Kanal, der sehr seltsame Videos hochlädt, die zum Teil nur wenige Sekunden oder unter einer Minute laufen, manchmal irgendwelche random zusammengewürfelte Videos, Bilder aus anderen Filmen, alten Spielfilmen oder alten Dokumentarfilmen oder Nachrichtensequenzen und die Tonspur rückwärts abgespielt, und dann erscheint das Ganze ziemlich merkwürdig und seltsam. Es rankten sich Mythen darum, ist es ein Psychopath, der irgendwie seine Untaten damit ankündigt, oder irgendein Depressiver, wo nichts Besseres zu tun hat, oder ist es ein Kunstprojekt, will da jemand auf sich aufmerksam machen? Der Kanal war lange inaktiv, aber er hat wieder angefangen, Videos hochzuladen. Auch auf seinem Zweitkanal, der exakt denselben Namen hat, 01A51CD0, mit sehr seltsamen Titeln, Titel, die wo auf dem Kopf stehen. Ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich macht, aber es ist so, also es sieht irgendwie kryptisch aus, diese Titel, und es erhärteten sich wieder die Vermutung, irgendetwas ganz, ganz Seltsames, irgendwas ziemlich Stranges geht da vor sich. Ich möchte heute jetzt in diesem Video mal meine Vermutung anhand von Beweisen, von Indizien belegen, dass ich glaube, dass das alles Quatsch ist. Da ich glaube weder, dass da ein Psychopath dahinter steckt, noch irgendwie eine creepy oder übersinnliche Sache dahinter steckt, sondern dass es entweder ein Kunstprojekt ist oder irgendjemand will da sich einen Scherz erlauben und will Aufmerksamkeit. Immerhin hat der Kanal Zehntausende von Abonnenten, und auf dem Zweitkanal, aber auch auf dem Hauptkanal, die beide dieselben Namen haben, sind die Videos sogar monetarisiert. Auf dem Kanal hat sich noch etwas geändert. Und zwar, seit neuestem macht er Livestreams. Hier ein Screenshot aus dem Livestream mit dem Titel Chosen. Und man sieht auf der rechten Seite im Chat, dass der Kanalbetreiber sogar selbst Nachrichten reinschreibt in den Chat. Hier eine Abfolge von Nullen und Einsen. Und der Film, wo da läuft, dieses Video, wo da läuft, ist ein bearbeitetes Video. Ich nehme mal an, entweder ein Kurzfilm oder eine Episode aus einer Serie, wo es darum geht, dass ein Mann irgendwie eine Frau stalkt, oder ich habe es nicht genau verstanden. Jedenfalls die Farben sind sehr schräg, sind sehr ziemlich verzerrt und verändert, auch der Ton, und das wirkt sehr, sehr, sehr beunruhigend, sehr bedrückend, sehr creepy. Aber man muss festhalten, es handelt sich um einen, ja, hier meine stinknormale Fernsehsendung, wo eben Ton und Farbqualität verändert wurde. Hier ein Screenshot von einem anderen Livestream, wo eine sehr seltsame Puppe einfach nur da sitzt und eine halbe Stunde lang die Zuschauer anstarrt. Tja, jetzt stellt sich die Frage, was hat das zu bedeuten? Mir ist noch etwas Überraschendes dann aufgefallen. Ich habe jetzt was entdeckt, nämlich der Kanalbetreiber hat einen Instagram-Account, und dort sind auch hier wieder sehr seltsame, verstörende Fotos, hier auch wieder die Holzpuppe, veränderte Bilder, wo viele Affen, schwarz-weiß, also sehr komisches Zeug,
Und dann ist mir etwas aufgefallen, nämlich dieses Foto. Ein Foto, das vielleicht Canon von Creepypasta und Mythenakte und wie sie alle heißen, ein Begriff ist. Ein Foto, was immer wieder bei seltsamen Fotos oder unheimlichen Fotos auftaucht, wo angeblich ein Geist auf der Rückbank von diesem Auto sitzt. Der Geist von der Mutter, von dem Mann da, der wo am Tag von der Beerdigung irgendwie da ein Foto von sich hat machen lassen. Tja, das ist schon mal kein Foto, was jetzt von dem Kanalbetreiber sein kann. Auch hier ein bekanntes Video von diesem seltsamen Kanal, wo anscheinend irgendwelche Affenwesen Fahrrad fahren und mit einer sehr dunklen, verzerrten Stimme im Hintergrund irgendjemand irgendwas vor sich hin brabbelt. Da bekommt man schon irgendwie, ja, Muffensausen. Aber ich habe nur drei Wörter eingegeben auf Google, nämlich Monkeys, Bicycle und Short Movie. Und dann stieß ich auf einen Kurzfilm mit dem Titel One Got Fat, Bicycle Safety, ein Film, ein Kurzfilm aus dem Jahr 1963. Man sieht es eigentlich auch in der Bildqualität, an den Autos, zum Teil auch in der Kleidung der Protagonisten, dass das muss ja ein gestelltes Video sein. Was soll das sein? Irgendwie ein unheimliches Video aus einer Parallelwelt oder. Also es ist weder ein Found-Footage-Video oder irgendetwas, was zufällig irgendwo verwackelt aufgenommen wurde. Das sind ja Schauspieler mit Masken. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist ein stinknormales Video, Kurzfilm, wie sie es in den 50er und 60er Jahren sehr viele gab. Manche sehr gruselig und zwar mit Absicht auch gruselig. Ich weiß nicht, ob dieser Film mit Absicht gruselig gemacht wurde, um aufmerksam zu machen, wie gefährlich es im Straßenverkehr sein kann, wenn man beim Fahrradfahren nicht richtig aufpasst. Auf jeden Fall, der Kanalbetreiber hat Teile von diesem Video, von diesem Film, von diesem Kurzfilm genommen, hat die Stimme verändert und schon wirkt es, als ob man. Boah. Also, ich kann mir so etwas jetzt ohne Probleme anschauen. Ich habe kein Problem mit irgendwelchen Masken oder Tiermasken. 1963 ist dieser Kurzfilm entstanden. Könnte auch irgendwie ein Versuch gewesen sein, auf diesen Planet der Affenhype irgendwie aufzuspringen, was damals ja auch ja, Trend war in den Kinos und in der Science Fiction. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das sind für mich Indizien, also dieser Instagram-Account, wo einfach zusammengewürfelt irgendwelche Fotos, auch Fotos, wo überhaupt nicht gruselig sind, wo irgendwie eine verrostete Gaskanne oder Gießkanne oder irgendwas gezeigt wird. Oder auch irgendwelche Fotos, wo eigentlich bekannt sind oder irgendwelche Kurzfilme, wo der Ton und die Bildqualität verändert wird und schon und der Titel auf dem Kopf stehend irgendwie reingeschrieben wird. Der Kanalbetreiber hat in einem Livestream irgendwelche Binärcodes reingehackt. Ist für mich die Annahme oder der Verdacht, dass das entweder ein Scherz ist oder ein Kunstprojekt, vielleicht um zu analysieren, wie schnell so ein Video viral oder so ein Kanal viral gehen kann. Was ich nämlich witzig finde, ist, dass nämlich die Videos teilweise monetarisiert sind. Also zum Beispiel die Aufzeichnung von dem Livestream mit der Holzpuppe wurde Werbung eingeblendet. Und Monetarisierung, das muss der Kanalbetreiber ja selbst einstellen oder ja oder eben ja aktivieren nennt man das und da muss ja dann ein realer Name mit dem Bankverbindung und so weiter dahinter stehen. Deswegen, es sieht gruselig aus, es jagt einem auch irgendwo ein Schauer über den Rücken, aber ich glaube nicht, dass etwas Böswilliges oder etwas Psychopathisches, Mörderisches dahinter steckt. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss!